Loredana schilt gerade vermehrt in der Kritik, weil immer deutlicher wird, dass sie vom Feminismus nichts hält. Ihre Argumentation ist, Feminismus ist übertrieben, weil ich als Frau hatte nie Probleme. Ich zeige euch jetzt die Ausschnitte, aber zuerst macht das Plus weg für noch mehr Gespräche rund um das Thema Popkultur und Stars und Musik. Ich bin auch nicht so eine krasse Feministin und bin halt nicht so, wir Frauen und all das, sondern. Würdest du dich als Feministin bezeichnen? Loredana, ich freue mich für dich, dass du als Frau keine Nachteile und sogar Vorteile hattest. Es geht aber nicht nur um dich. Und es geht auch nicht nur um mich. Und trotzdem verstehe ich aber, dass mein Schicksal und dein Schicksal und wahrscheinlich und hoffentlich das Schicksal von vielen Frauen in Deutschland nicht stellvertretend für das Leben der Frau weltweit ist. Und selbst in Deutschland hat der Großteil der Frauen Angst, abends alleine nach Hause zu gehen. Und du kannst dir das wahrscheinlich nicht vorstellen, weil du sehr wahrscheinlich nicht abends alleine irgendwo lang nach Hause gehen musst, sondern gefahren wirst. Aber das ist trotzdem die Realität von Frauen, auch in Deutschland.